Good morning and happy Sabbath. Guten Morgen und gesegneten Sabbat. It is so glad to we're glad to be here in Germany. Wir sind so froh, hier in Deutschland sein zu können. And my wife and I have enjoyed our week. Und meine Frau und ich haben diese bisherige Woche sehr genossen. We're catching a few German words here and there. Hier und dort können wir so ein paar deutsche Worte aufgreifen. You should have seen us in the mall in Stuttgart. Ihr hättet uns sehen sollen, wie wir dort im großen Einkaufszentrum in Stuttgart gewesen sind. We were trying to figure out which word meant exit. Als wir versucht haben herauszufinden, was jetzt Ausgang bedeutet. And so we were driving around in the mall until we figured it out. Und sind wir da rumgefahren und bis wir es rausgefunden haben. And so now we know what word means exit. Jetzt wissen wir, was Ausgang bedeutet. But also want to thank Zeelin Holtman and also Evangelist Camp and the committee for inviting us here. Ja, wir freuen uns, dass die beiden zu uns gekommen sind und dass sie diesen Weg auf sich genommen haben. And we're finding out that it's been a long time since we were here in Germany. Es war eine lange Zeit, seit wir das erste Mal in Deutschland gewesen sind. We came years ago to the Oberammergau play, Passion play. Wir sind vor vielen Jahren mal in Oberammergau bei den Passionsspielen gewesen. And so we're glad to be back. Also sind wir ganz froh, mal wieder zurück zu sein in Deutschland. Now this morning's message, die Botschaft heute Morgen, is entitled A Short Time. Hat den Titel Eine kurze Zeit. It's quite a solemn message. Ist eine ziemlich feierliche Botschaft. And so I'm going to ask you this morning to be in prayer. Und so bitte ich euch, dass ihr heute Morgen im Gebet zuhört. Let's pray together. Lasst uns gemeinsam beten. Loving Father in heaven. Lieber Vater im Himmel. We ask for your Holy Spirit to come even now. Wir bitten dich jetzt, dass dein Heiliger Geist kommen möge. Speak to our hearts. Sprich zu unseren Herzen. And may we hear what the Holy Spirit is saying to each of us. Und mögen wir hören, was der Heilige Geist zu jedem einzelnen von uns sagen möchte. In Jesus name we pray. Wir beten das im Namen Jesu. Amen. Amen. I'm going to begin with a story that lays the foundation. Ich möchte mit einer Geschichte beginnen, die so die Grundlage legt. My wife and I were living in Northern California at the time. Damals haben meine Frau und ich in Nordkalifornien gelebt. After returning home from church, nachdem wir von der Gemeinde zurück nach Hause gekommen waren, we pressed our garage door opener. Haben wir das Garagentor öffnen wollen, haben den Knopf dafür gedrückt. And the garage door did not move. Aber das Tor zur Garage hat sich nicht bewegt. We were puzzled. Wir waren ziemlich verwirrt. Then we noticed people coming out of their homes looking bewildered. Und dann haben wir gesehen, wie Leute aus ihren Häusern kamen, die auch alle etwas merkwürdig reinschauten. After asking questions, we discovered the issue. Nachdem wir ein paar Fragen gestellt hatten, haben wir das Problem herausgefunden. There was a power outage in our neighborhood. Es gab einen Stromausfall in unserer Nachbarschaft. And then on our car radio, und auch im Autoradio, we learned that the power outage was throughout California. Da haben wir gelernt, dass dieser Stromausfall ganz Kalifornien betraf. And finally we heard, und schließlich hörten wir, it was not only California, dass es nicht nur Kalifornien betroffen hatte, but the entire west coast of the United States, sondern die gesamte Westküste der USA, including Western Canada, inklusive Westkanada. The reports were that a power grid had failed. Und der Bericht war, dass ein Stromversorgungsgerät ausgefallen ist. What made it worse, it was summer. Es war besonders schlimm, weil es Sommer war. Then we tried to find a way to get into our home. Wir haben versucht, einen Weg zu finden, wie wir in unser Heim hineinkommen könnten. But there was no way in. Aber wir kamen gar nicht hinein. We sat in our car and made the best of it. Wir haben jetzt in unserem Auto gesessen. However, when the power was restored, und als der Strom wieder da war, what we learned left a deep impression. Haben wir eine Lektion gelernt, die sich uns tief eingedrückt hat. And here's what we learned. Wir haben Folgendes gelernt. We returned from church just minutes after the power went off. Wir sind von der Gemeinde zurückgekehrt nur wenige Minuten, nachdem der Stromausfall gewesen ist. What we did not know as we left church, das wussten wir nicht, als wir die Gemeinde verlassen haben. Was time was running out for us. Wir wussten nicht, dass als wir die Gemeinde verließen, die Zeit sozusagen auslief für uns. Die Zeit rannte uns davon. You see, we took for granted that the power would always be there.
Wir haben es ja für selbstverständlich erachtet, dass der Strom immer da sein würde. And I never forgot that valuable lesson. Und ich habe niemals diese wertvolle Lektion vergessen. You see, brothers and sisters, today, liebe Geschwister, heute, the world does not know that time is running out for them. Heute weiß die Welt nicht, dass für sie die Zeit abläuft. And soon the opportunity to repent will no longer be there. Und bald wird die Gelegenheit, Buße zu tun, nicht mehr da sein. While the world is ignorant of the time, weil während die Welt nicht weiß, in welcher Zeit sie lebt, the Bible tells us that there is one who knows what time it is. Sagt uns die Bibel, dass es jemanden gibt, der weiß, was die Zeit geschlagen hat. In Revelation 12 and verse 12 we read these sobering words. In Offenbarung 12 Vers 12 lesen wir diese ernüchternden Worte. Therefore rejoice, O heavens, and you who dwell in them. Darum seid fröhliche Himmel und die ihr darin wohnt. But notice the next word. Aber achtet auf die nächsten Worte. Woe to the inhabitants of the earth and the sea. Wehe denen, die auf der Erde wohnen und auf dem Meer. For the devil has come down to you. Denn der Teufel ist zu euch herabgekommen. Having great wrath. Und hat einen großen Zorn. Because he knows he has a short time. Da er weiß, dass er nur wenig Zeit hat. As we travel the world, we see something. Wenn wir um die Welt herumreisen, sehen wir etwas. The devil knows what the world is ignoring. Der Teufel weiß, was die Welt ignoriert. They know. Sorry, he knows he has a short time, but so many others do not know. Er weiß, dass er wenig Zeit hat, aber viele andere haben davon keine Ahnung. People are continuing in their day-to-day lives, not knowing that time is running out. Die Menschen, die sind so in ihren alltäglichen Geschäften verwickelt und wissen gar nicht, dass die Zeit abläuft. Therefore, it is so important for those of us who know the time. Deswegen ist es für uns, die wir die Zeiten erkennen, so wichtig, to remain ready for the coming of the Lord. Dass wir auf das Kommen des Herrn vorbereitet sind und vorbereitet bleiben. Ellen White says in the book Darkness Before Dawn, page 23, these words. In diesem Buch Darkness Before Dawn heißt es auf Seite 23. She says Satan has long been preparing for his final efforts to deceive the world. Ellen White sagt, Satan hat sich lange auf seine letzten Anstrengungen, die Welt zu verführen, vorbereitet. And as you see what's happening from country to country. Und wenn wir uns anschauen, was so in jedem einzelnen Land passiert, from government to government, in jeder einzelnen Regierung, from society to society, von Gesellschaft zu Gesellschaft geht, among the young and the old, unter den Jungen und den Alten, in the media and entertainment world, und in den Medien, in der Unterhaltungsindustrie, you see that Satan is busy with his final work of deception. Dann sehen wir, dass Satan ganz beschäftigt ist mit seiner finalen Verführung. And the Bible describes how he's working out these deceptive ways. Und die Bibel beschreibt, wie er auf verführerische Art und Weise das ausarbeitet. We read these words in Revelation chapter 16 verse 13 and 14. In Offenbarung 16 Vers 13 und 14 lesen wir diese Worte. This is a chilling description of the end times. Das ist eine sehr eine Beschreibung der Endzeit, die einem wirklich Gänsehaut bringen kann. John was shown Satan's final movements. Dem Johannes wurden die letzten Bewegungen, die letzten Schachzüge des Satans gezeigt. He said, I saw three unclean spirits like frogs. Er sagt, ich sah drei unreine Geister kommen, gleich Fröschen. Coming out of the mouth of the dragon. Aus dem Maul des Drachen. Out of the mouth of the beast. Aus dem Maul des Tieres. Out of the mouth of the false prophet. Und aus dem Maul des falschen Propheten. Notice, this describes the false trinity. Das beschreibt die falsche Dreieinigkeit. The dragon, who is Satan. Der Drache, der Satan ist. The beast that represents the power of Rome. Das Tier, das die Macht Roms repräsentiert. And the false prophets that represent apostate Protestantism. Und der falsche Prophet, ein Repräsentant für das abgefallenen Protestantismus. You see, there's something happening in North America. Seht ihr, etwas passiert in Nordamerika. Protestants that once claimed to believe the Bible. Protestanten, die einmal behauptet haben, die Bibel zu glauben, are moving away from scripture towards politics. Sie bewegen sich von der Heiligen Schrift hin zur Politik. They're becoming less concerned about God's word. Sie haben immer weniger Bedenken oder kümmern sich immer weniger um das Wort Gottes. And trading God's word for a political agenda. Und sie tauschen Gottes Wort für eine politische Agenda ein. That's why the Bible calls them false prophets. Deswegen nennt die Bibel auch sie falsche Propheten. In other words, what they're saying is not in harmony with God's word any longer. Mit anderen Worten, was sie sagen, ist nicht mehr in Harmonie mit dem, was Gottes Wort eigentlich sagt. And the question is, how does this occur? Die Frage ist, wie passiert das? There's a power behind them. The Bible describes this power.
Eine Kraft ist hinter ihnen und die Bibel beschreibt diese Kraft. For they are the spirits of demons. Es heißt, denn es sind nämlich dämonische Geister. Performing signs. Die Zeichen tun. Which go out to the kings of the earth and of the whole world. Und ausgehen zu den Königen der Erde und des ganzen Erdkreises. To gather them to the battle of that great day of God Almighty. Um sie zum Kampf zu versammeln an jenem großen Tag Gottes des Allmächtigen. Brethren, listen to me today. Liebe Geschwister, hört mir heute Morgen zu. If you think that we have seen the devil's worst, we are sadly mistaken. Wenn wir glauben schon, die schlimmsten Dinge, die der Teufel praktizieren kann, gesehen zu haben, dann liegen wir ziemlich daneben. It's a sobering thought that Satan had been planning for 6,000 years this very moment. Es ist ein sehr ernüchternder Gedanke, dass Satan seit 6,000 Jahren diesen Moment vorbereitet hat. He's pulling all of his experience together for the last days. Er nimmt all seine Erfahrungen zusammen für diese Endzeit. In the Garden of Eden, he was subtle. Im Garten Eden war er sehr subtil in seiner Vorgehensweise. But the Bible says in the last days he's like a roaring lion seeking whom he may devour. Die Bibel sagt, in der Endzeit wird er sein wie ein brüllender Löwe, der herumgeht, um zu sehen, um zu schauen, wen er vernichten kann. He's no longer subtle. Er ist dann nicht mehr einfach nur subtil. He has come down having great wrath. Er ist hinabgekommen und hat großen Zorn. He's angry. Er ist zornig. He knows that Jesus has already won. Er weiß, dass Jesus bereits gewonnen hat. Yet he's seeking to drag us into his pit of destruction. Aber er möchte uns alle in sein Vernichtungsloch mit runterziehen. But God has a plan. Aber Gott hat einen Plan. God will not be removed. Gott wird sich nicht wegbewegen lassen. God is watching over his church. Und Gott wacht über seine Gemeinde. God is still in charge. Gott hat immer noch die Kontrolle. God has not lost control. Und Gott hat nicht die Zügel aus der Hand gelassen. Can you say amen? Könnt ihr dazu Amen sagen? But soon God will remove the restraining power of his Holy Spirit. Bald wird Gott die zurückhaltende Kraft seines Heiligen Geistes hinwegnehmen. As it was in Noah's day, so wie in den Tagen Noahs. God withdrew his Holy Spirit. Wird Gott seinen Heiligen Geist zurückziehen. And soon this will occur again. Und das wird bald wieder passieren. Can you imagine a world without the control of the Spirit of God? Könnt ihr euch eine Welt vorstellen, wo der Heilige Geist keine Kontrolle mehr ausübt? That's why it does not make sense to question the validity of the Holy Spirit. Deswegen ist es auch überhaupt sinnlos, wenn man das Wirken und die Person des Heiligen Geistes in Frage stellt. Be careful how we deal with the topic of the Holy Spirit. Seid sehr vorsichtig, wenn es um das Thema mit dem Heiligen Geist geht. Because the Lord said in the antediluvian days. Denn die Bibel sagt in den Zeiten vor der Sintflut. My spirit will not always strive with man. Da sagt er, dass sein Geist nicht immer mit den Menschen rechten wird. You see, the danger of denying the Holy Spirit, die Gefahr darin, den Heiligen Geist zu verleugnen, prevents us from being sealed by the seal of God. Besteht darin, dass wir dann nicht versiegelt werden können mit dem Siegel Gottes. Because the Holy Spirit is the one who will seal us. Denn es ist ja der Heilige Geist, der uns versiegeln wird. But God is soon to withdraw the Holy Spirit. Der Heilige Geist wird von Gott irgendwann hinweggenommen werden. And when he does, und wenn das geschieht, the world will be plunged into an irreversible devastation unseen by human eyes. Dann wird die Welt in eine Zerstörung fallen, die unumkehrbar ist und die von menschlichen Augen so noch nie gesehen worden ist. Just think about how it can be. Denkt mal drüber nach, wie das sein think kann. Think of the dark ages. Erinnert euch an das Mittelalter. The millions of Christians massacred. Die vielen Millionen Christen, die massakriert worden think sind. Think about your own country. Denkt über euer eigenes Land nach. The reign of terror by Adolf Hitler. Das Terrorregime, das Adolf Hitler gehabt think hat. Of the senseless violence of slaves in America. Denkt an die viele Gewalt, die Sklaven angetan worden ist in Amerika. The genocides of society around the world. Die Genozide, die es in der Gesellschaft auf der ganzen Erde gibt. Think of all the combined wars and rumors of wars. Die Kriege und die Gerüchte von Kriegen. Disease and violence. Und Krankheiten und Gewalt. You see, the world is heading toward a destruction we have never understood. Die Welt bewegt sich auf eine Zerstörung zu, die wir noch nie so richtig völlig durchdrungen haben. But at the very moment there's something to praise God for. Aber genau in diesem Moment gibt es etwas, wo wir Gott danken und loben können. As we're sitting here this morning. Wir sitzen heute Morgen hier. There is a heavenly restriction that's holding the winds back. Und noch gibt es eine himmlische
Zurückhaltung, etwas, wo der Himmel die Winde zurückhält für uns. God is giving us time to save more souls. Gott hat uns Zeit gegeben, noch mehr Seelen zu retten. God is giving us time to continue preaching the gospel. Gott hat uns Zeit gegeben, damit die Verkündigung des Evangeliums noch vorangehen kann. He is giving us time to proclaim the three angels' messages. Er hat uns Zeit gegeben, die dreifache Engelsbotschaft zu verkündigen. We must be about our Father's business. Wir müssen das tun, was unser Vater uns aufgetragen hat. Amen. Amen. Bible says in Revelation chapter 7 verse 1. In Offenbarung 7 Vers 1 sagt die Bibel. This is God's patience with us. Das ist Gott, der Geduld hat mit uns hier. He says, after these things I saw four angels. Er sagt, und danach sah ich vier Engel. Standing at the four corners of the earth. An den vier Enden der Erde stehen. And what are they doing? Was tun sie dort? Holding the four winds of earth. Die hielten die vier Winde der Erde fest. That the wind should not blow on the earth. Damit kein Wind wehe über die Erde. Noch über das Meer. Or on any tree. Noch über irgendeinen Baum. But the question is, what are they told to wait for? Aber worauf warten sie eigentlich hier? Why are they holding the winds back? Warum halten sie die Winde zurück? The Bible reveals the answer. Die Bibel offenbart die Antwort. Revelation 7, verse 3. Offenbarung 7, Vers 3. We are told, hurt not the earth. Dort wird uns gesagt, schädigt die Erde nicht. Neither the sea. Noch das Meer. Nor the trees. Noch die Bäume. Till we have sealed the servants of our God in their forehead. Bis wir die Knechte unseres Gottes an ihren Stirnen versiegelt haben. Brethren, as we are preparing for the sealing work. Liebe Geschwister, wenn wir uns auf die Versiegelung vorbereiten. It is so necessary that we repent of our sins. Es ist so notwendig, dass wir wirklich unsere Sünden bereuen. That we get our lives right before God. Dass wir unser Leben mit Gott in Ordnung bringen. That we become serious about our walk with Jesus. Dass wir wirklich ernst machen mit unserem Lebenswandel mit Gott. That we are not content just to be Seventh-day Adventists. Dass wir nicht damit zufrieden sind, nur Siebenten-Tags-Adventisten zu sein. That we're not content just to follow the 28 fundamentals. Dass wir nicht zufrieden sind, einfach 28 Glaubenspunkten zu folgen. But that we are pursuing the revelation of Jesus in our lives. Sondern dass wir uns danach sehnen, dass Jesus Christus in unserem Leben sich offenbart. And the reason this is so vitally important. Und warum das so entscheidend ist, is the world is approaching a time of unpredictable panic. Weil unsere Welt eine Zeit entgegengeht von unvorhersehbarer Panik. People are soon to be arrested by a terror. Menschen werden bald von Schrecken ergriffen sein. Unlike anything ever imagined by movie producers. Etwas, was kein Filmemacher sich jemals so vorstellen konnte. But right now there's a false sense of security in the world. Momentan gibt es noch so ein falsches Gefühl von Sicherheit in der Welt. And the Apostle Paul trumpets this warning. Und der Paulus hat uns davor gewarnt. 1 Thessalonians 5 and verse 3. In 1. Thessalonicher 5, Vers 3. Notice what he says. Schaut, was er sagt. For when they say, wenn sie nämlich sagen werden, peace and safety, Friede und Sicherheit, suddenly, dann, destruction comes upon them, wird sie das Verderben plötzlich überfallen, as labor pains upon a pregnant woman, wie die Wehen eine schwangere Frau, and they shall not escape, und sie werden nicht entfliehen. What a solemn moment! Was für ein feierlicher Moment! As though there's a tsunami approaching humanity in their ignorance. Als ob so ein Tsunami auf die Menschheit zukommt und sie wissen nichts davon. What an awful moment! Was für ein schrecklicher Moment! To be living on the edge of eternity. Wenn man so am am Rand der Ewigkeit lebt. You see, Daniel refers to only four beasts in history. Daniel hat ja nur vier Tiere in der Geschichte identifiziert. We're living under the fourth beast of Daniel 7. Wir leben immer noch unter dem vierten Tier von Daniel 7. There are only seven churches in Revelation. Es gibt nur sieben Gemeinden in der Offenbarung. We're living under the last church in Revelation. Wir leben in der letzten Gemeinde der Offenbarung. Soon we will go from the church militant. Bald werden wir von der kämpfenden Gemeinde to the church triumphant. Zu der triumphierenden Gemeinde überwechseln. Soon the battle will be over. Bald wird die Schlacht vorbei sein. And we will be in God's kingdom. Und wir werden in Gottes Königreich sein. Can you say amen? Könnt ihr Amen sagen? But this is the moment to get ready. Aber jetzt ist der Moment, sich darauf vorzubereiten. Ellen White says in Testimonies for the Church. In Zeugnisse für die Gemeinde, sagt Ellen White. Volume 9, page 43. In Seite 9. Band 9, Seite 43. These are sobering words. Das sind sehr ernste Worte. We are on the very verge of the time of trouble. Sie sagt, wir stehen direkt am Rand der Trübsalzeit. And perplexities that are scarcely dreamed of are before us. Und Schwierigkeiten, die man sich kaum träumen lässt, stehen uns bevor. When you continue reading, wenn man weiterliest, Ellen White said, sagt Ellen White, that when she saw what was coming, dass wenn sie das sah, was kommen würde, when she saw what was going to confront the people of God on the last day, als sie sah, was dem Volk Gottes entgegenstehen würde am Ende der Zeit, she says she could not describe it with her pen, sagte sie, konnte es mit ihrem Stift nicht beschreiben, and she just wept,
und sie hat einfach nur gewartet. But I want to tell you, friends, before the final global meltdown. Aber ich möchte euch sagen, liebe Freunde, vor dem finalen globalen Zusammenbruch. God will warn his people. Wird Gott sein Volk warnen? The signs are everywhere. Die Zeichen sind überall. If you look at America. Habt euch Amerika angeschaut? Pray for America. Betet für Amerika. It's in trouble. Es ist wirklich in großer Not. And as you understand Bible prophecy. Und wenn du biblische Prophetie verstehst. You know that America is a pivotal role in the last day events. Dann wisst ihr, dass Amerika eine entscheidende Rolle in den letzten Endzeitereignissen spielen wird. What's about to take place in America will affect the world. Was in Amerika passieren wird, wird die gesamte Welt beeinflussen. We're praying for the church in America. Wir beten für die Gemeinde in Amerika. Politics has taken the church of America by storm. Die Politik hat die Gemeinde in Amerika im Sturm erobert. Even the Adventist church is affected by politics. Selbst die Adventgemeinde ist durch die Politik sehr beeinflusst. When you go to Facebook, you can see Adventists arguing with Adventists. Wenn du auf Facebook gehst, siehst du Adventisten, die mit Adventisten streiten. And Satan is turning their eyes away from Jesus to mortal men. Und Satan reißt ihre Augen weg von Jesus hin zu Menschen, zu sterblichen Menschen. If there's ever a time to keep our eyes on Jesus, this is the hour. Wenn es je eine Zeit gab, wo wir unsere Augen auf Jesus richten müssen, dann ist jetzt die Stunde. Jesus is saying, open your eyes to the signs. Jesus sagt, öffnet eure Augen für die Zeichen um euch herum. Notice Matthew 24, verse 32 and 33. Schaut euch Matthäus 24 an, Vers 32 und 33. He said, now learn this parable from the fig tree. Er sagt von dem Feigenbaum, aber lernt das Gleichnis. When its branch has already become tender. Wenn sein Zweig schon saftig wird. And puts forth leaves. Und Blätter trägt. You know that summer is near. So erkennt ihr, dass der Sommer nahe ist. So you also. Also auch ihr. When you see all these things, wenn ihr all dies seht, know that it is near. So erkennt, dass er nahe ist. Even at the doors. Vor der Türe. Tragedy upon tragedy is gripping the world. Tragödie nach Tragödie ergreift die Welt. Fires and floods and earthquakes. Feuer und Sturmfluten und Erdbeben. There are earthquakes happening in places that they've never happened before. Erdbeben passieren nun in Orten, wo sie niemals zuvor vorgekommen sind. Where it should rain, there is no rain. Wo es regnen sollte, gibt es keinen Regen. And where there's hardly no rain, there's abundance of rain. Und wo es normalerweise kaum Regen gibt, da gibt es jetzt Regen in Hülle und Fülle. The world is agitated as it approaches the end. Die Welt, die ist richtig aufgebracht, wo sie jetzt dem Ende hinzu, entgegengeht. And there is an hour of unimaginable darkness that's fast approaching. Es ist eine Finsternis, die man sich nicht vorstellen kann, die schnell auf uns zukommt. Thank God that he gave insights to Ellen White about this time. Gott sei gedankt, dass er Ellen White Einsichten gab in diese Zeit. Notice what she says in Counsels for the Church, page 337. Schaut, was sie hier in diesem Zitat in Ratschläge für die Gemeinde sagt, Seite 337. She says, soon grievous troubles will arise among the nations. Sie sagt, bald werden schlimme Probleme unter den Nationen aufkommen. And brethren, we're living there now. Ich glaube, wir leben da jetzt. See, in her day, the troubles were coming. Schaut, in ihrer Zeit waren die Probleme dabei zu kommen. In our day, the trouble is here. In unserer Zeit sind die Probleme da. She says, trouble that will not cease until Jesus comes. Sie sagt, Probleme, die nicht aufhören werden, bis Jesus wiederkommt. But notice her admonition to us. Aber schaut euch an, was sie uns, wie sie uns ermahnt. As never before, we need to press together. Wie niemals zuvor müssen wir zusammenrücken. Serving him who has prepared his throne in heavens and whose kingdom ruleth over all. Und ihm dienen, der seinen Thron in den Himmeln bereitet hat und dessen Königreich über alle regiert. And I love the way she ends it. Und schaut, wie sie das beendet hier. God has not forsaken his people. Gott hat sein Volk nicht verlassen. And our strength lies in not forsaking him. Und unsere Kraft besteht darin, ihn nicht zu verlassen. Brethren, hold on to Jesus. Liebe Geschwister, haltet fest an Jesus. Don't turn your back on what you know to be true. Wendet euch nicht ab von dem, was ihr als wahr erkannt habt. Young and old together, press in the direction of eternity. Alte und junge gemeinsam, rückt vorwärts. Presst euren Weg vorwärts Richtung Ewigkeit. When you are serious with God, he will keep you in the hour of trial coming on the world. Wenn du es ernst mit Gott meinst, wird er dich auch in der Zeit der Anfechtung, die auf diese Welt kommt, bewahren. He is our only assurance in the safety of the last days. Er ist unsere einzige Zuversicht und unsere einzige Sicherheit in der Endzeit. And notice his promise in Revelation 3 and verse 10. Und schaut euch diese Verheißung an in Offenbarung 3, Vers 10. He says, because you have kept my command to persevere. Es heißt hier, weil du das Wort vom standhaften Ausharren auf mich bewahrt hast. And look at this promise. Jetzt
Schaut euch diese Verheißung an. I also will keep you from the hour of trial. Werde auch ich dich bewahren vor der Stunde der Versuchung. Will shall come upon the whole world. Die über den ganzen Erdkreis kommen wird. To test those who dwell on the earth. Damit die versucht werden, die auf der Erde wohnen. While men are buying and selling. Wenn es um Kaufen und Verkaufen geht. Planting and building. Und Pflanzen und Bauen. The end is fast approaching. Während die alle das tun, ist das Ende nahe herbeigekommen. There is a complacency in the world today. Es gibt so eine Gleichgültigkeit, eine Unbeeindruckbarkeit heute. People see the troubles. Die Menschen sehen die Schwierigkeiten. And they dismiss them. Und sie ignorieren sie einfach. They think it's isolated. Sie denken, das ist einfach isoliert. But when you study God's word, aber wenn man Gottes Wort studiert, you know, these are not arbitrary events. Dann sieht man, das sind nicht einfach willkürliche Ereignisse. These are signs of the coming of Jesus. Das sind Zeichen, dass Jesus wiederkommt. I'm so glad that he's warning us. Ich bin so dankbar, dass er uns warnt. But notice how the Bible describes this complacency over humanity. Schaut, wie die Bibel diese Gleichgültigkeit in der Menschheit beschreibt. In Luke chapter 17, verse 28 to 30, notice these words. In Lukas 17, Vers 28 und folgende bemerken wir folgende Worte. Likewise, as it was also in the days of Lot. Ebenso ging es auch in den Tagen Lots zu. Notice what they did. Schaut, was sie getan haben. Nothing they did was evil. Nichts von dem, was sie getan haben, war ja böse. They ate. Sie aßen. They drank. Sie tranken. They bought. Sie kauften. They sold. Sie verkauften. They planted. Sie pflanzten. They built. Sie bauten. Nothing evil about that. Da ist nichts verkehrt daran. But why does the Bible list that? Also warum listet die Bibel all das auf? Because they became comfortable with their way of life. Weil sie mit ihrem Lebensstil zufrieden waren. They decided we're going to eat. Sie haben gesagt, wir essen einfach. In spite of the wars, we'll still drink. Und wir werden trinken. As the economy is shaking, we'll still buy. Und während die Wirtschaft zusammenbricht, werden wir weiter kaufen. We'll still sell. Wir werden immer noch verkaufen, auch wenn Kriege ausbrechen. And plant. Und wir werden pflanzen. And build. Und bauen. But look at the chilling sentence that follows. Aber schaut euch den nächsten Satz an, der ihm wirklich Gänsehaut bringen kann. But on the day that Lot went out of Sodom, it rained fire. An dem Tag aber, als Lot aus Sodom ging, regnete es Feuer. And brimstone. Und Schwefel. From heaven. Vom Himmel. And destroyed them all. Und vertilgte alle. But look at the parallel to our day. Schaut euch die Parallelen zu heute an. Even so it will be in the day when the Son of Man is revealed. Gerade so wird es sein an dem Tag, da der Sohn des Menschen geoffenbart wird. Don't allow yourself to get caught in the complacency of these last days. Lasst euch nicht einfangen von dieser Gleichgültigkeit, die in der Endzeit überall zu sehen sein wird. Don't get comfortable with the way of life of the world. Seid nicht einfach zufrieden nur mit dem Leben, das man hier auf dieser Erde haben kann. Don't allow the world to calm your urgent fears. Lasst es nicht zu, dass die Welt diese Gefühle der Dringlichkeit einfach so beruhigt. Let the word of God be your guide. Lasst das Wort Gottes dein Führer sein. Allow God's word to open your eyes. Erlaube es dem Wort Gottes, dass es deine Augen öffnet. And there is something that people of God must be doing in these last days. Es gibt etwas, das das Volk Gottes in diesen letzten Tagen tun muss. As the world is getting darker. Wenn die Welt dunkler wird. The light of God must be glowing among the people of God. Dann muss das Licht Gottes unter dem Volk Gottes heller leuchten. Isaiah the prophet compares the end time with the people of God. Und Jesaja, er hat diese Endzeit mit dem Volk Gottes in Verbindung gebracht. And notice the contrast. Und er hat diesen Kontrast deutlich gemacht. Schaut hier. Isaiah 60, verse 1 and 2. Jesaja 60, Vers 1 und 2. Notice the first two words. Schaut euch die ersten zwei Worte, die ersten Worte an. And these words are for us. Es sind im Deutschen die ersten fünf Worte. He says, arise, shine. Mache dich auf, werde Licht. For your light has come. Denn dein Licht kommt. What light? Was für ein Licht? The glory of the gospel is clear. Das Evangelium, die Herrlichkeit des Evangeliums ist ganz klar. The presence of Jesus can be seen. Dass die Gegenwart Jesu kann gesehen werden. And he says to the Christian. Und er sagt zum Christen. And the glory of the Lord is risen upon you. Und die Herrlichkeit des Herrn geht auf über dir. Now he describes the world environment. Und jetzt beschreibt er die Umwelt der Welt. For behold, the darkness shall cover the earth. Denn siehe, Finsternis bedeckt die Erde. And deep darkness the people. Und tiefes Dunkel die Völker. You see, this is not just physical darkness. Das ist nicht nur physische Finsternis. But the spiritual darkness in the minds of humanity. Sondern die geistliche Finsternis im Denken der Menschheit. But what about the people of God? Aber wie steht es mit dem Volk Gottes? But the Lord will arise over you. Aber über dir geht auf der Herr. And his glory will be seen upon you. Und seine
Herrlichkeit erscheint über dir. Brothers and sisters, let me tell you these words. Liebe Geschwister, ich möchte euch diese Worte sagen. Allow me to encourage you. Ich möchte euch ermutigen. Let your light so shine before men. Lasst euer Licht leuchten vor den Menschen. Don't turn the light of Jesus out on your life. Macht das Leben von Jesus in eurem Leben nicht aus. As the children would sing the song. So wie die Kinder gesungen haben. Don't let Satan blow it out. Lasst es Satan nicht aus blasen das Feuer. I'm going to let it shine. Ich möchte das Licht leuchten lassen. You see, brethren, Jesus wants us to be ready as he's getting ready to come back. Jesus möchte, dass wir bereit sind, während er sich auf die Wiederkunft vorbereitet. And the good news today is he is coming back. Die gute Nachricht heute ist, er kommt wieder. Can you say amen? Amen. Jesus is coming again. Jesus kommt ein weiteres Mal. And how do we know? Woher wissen wir das? What are the evidences of his soon return? Was sind die Beweise seiner baldigen Wiederkunft? Dr. Luke tells us. Lukas sagt es uns. Luke 21 verse 25 and 26. Lukas 21 vers 25 und 26. He describes the closing events. Er beschreibt die letzten Ereignisse. He says, and there will be signs in the sun. Es werden Zeichen geschehen an Sonne in the moon, und Mond and in the stars, und Sternen and on the earth, und auf Erden. Distress of nations. Angst der Heidenvölker. Brethren, there is a distress that the nations have never had before. Liebe Geschwister, es gibt eine Angst, die Völker niemals so vorher erlebt haben. Thank you. You see the wars between the nations. Ihr seht die Kriege zwischen den Nationen. You see the political instability. Ihr seht die politische Instabilität. You see the economic uncertainty. Ihr seht die wirtschaftliche Unsicherheit. And people think that men have the answer. Und Menschen glauben immer noch, dass die Antwort von Menschen kommen könnte. The only answer is Jesus. Die einzige Antwort ist Jesus. It's not going to get better. Es wird nicht besser werden. It's going to get worse. Es wird schlimmer werden. And worse. Und schlimmer. And worse. Und schlimmer. But when it gets better, aber wenn es besser wird, it'll be good eternally. Dann wird es für immer gut sein. Amen. Amen. We're looking forward to that eternal day when there is no more sin. Wir schauen vorwärts auf diesen ewigen Tag, wo es keine Sünde mehr geben wird. No more suffering. Kein Leiden mehr. But before that. Aber vor dem. Luke describes what's happening in the hearts of humanity. Beschreibt Lukas, was in den Herzen der Menschen passieren wird. When they see what's coming. Wenn sie sehen, was kommt. He says, men's hearts failing them from fear. Da die Menschen in Ohnmacht sinken werden vor Furcht. And the expectation of those things which are coming on the earth. Und Erwartung dessen, was über den Erdkreis kommen soll. For the powers of heaven will be shaken. Denn die Kräfte des Himmels werden erschüttert werden. You see, I believe there are those. Ich glaube, es gibt jene. That know something's coming. Die wissen, irgendetwas kommt. There are those that sense that we are living in an urgent hour. Es gibt jene, die realisieren, wir leben in einer gefährlichen Stunde. I believe there are politicians saying what's happening. Und ich glaube, es gibt Politiker, die sehen, was passiert. I believe there are economists saying, what is the answer? Und ich glaube, es gibt Wirtschaftsleute, die nach der Antwort suchen. I believe there are pastors who are saying, we must preach more diligently. Und ich glaube, es gibt Pastoren, die sagen, wir müssen eifriger predigen. I believe that there are those who know something urgent is about to take place. Ich glaube, es gibt jene Menschen, die wissen, etwas Entscheidendes wird jetzt bald stattfinden. And one of my favorite quotes by Ellen White. Eines meiner absoluten Lieblingszitate von Ellen White. In Evangelism, page 194. Im Buch Evangelisation, Seite 194. She describes something that is amazing. Beschreibt sie etwas, das wirklich erstaunlich ist. Notice these urgent words. Und beachte diese dringlichen Worte. She said, the present is a time of overwhelming interest to all living. Sie sagt, die Gegenwart ist eine Zeit von überwältigendem Interesse für alle Lebenden. Rulers and statesmen. Herrscher und Staatsmänner. Men who occupy positions of trust and authority. Männer, die Positionen des Vertrauens und der Autorität innehaben. Thinking men and women of all classes. Denkende Männer und Frauen aller Gesellschaftsklassen. Have their attention fixed upon the events taking place about us. Richten ihre Aufmerksamkeit auf die Ereignisse, die um uns herum stattfinden. She continues. Sie fährt fort. They are watching the relations that exist among the nations. Sie schauen auf die Beziehungen, die unter den Nationen existieren. They observe the intensity that is taking possession of every earthly element. Sie beobachten die Intensität, die jedes irdische Element erfasst. And they recognize that something great and decisive is about to take place. Und erkennen, dass etwas Großes und Entscheidendes dabei ist, stattzufinden. And notice these final words. Und beachte die letzten Worte. That the world is on the verge of a stupendous crisis. Dass die Welt am Rande einer gewaltigen Krise ist. You see, brethren, we are confronted by an indiscriminate enemy. Liebe Freunde, wir sind von einem wirklich gefährlichen Feind bedroht. Satan does not respect who we are. Satan interessiert es nicht, wer wir sind. He does not care what you profess. Ihm interessiert es nicht, was wir bekennen. He does not care what you own.
interessiert es nicht, was du besitzt. He does not respect your profession nor your position. Er respektiert weder dein Bekenntnis nor, oder deinen Job auch oder deinen Besitz. It doesn't matter to him whether you're rich or poor. Ihm ist es egal, ob du reich oder arm bist. You see, let me make something very clear today. Aber es ist etwas ganz klar heute. Hell was not prepared for God's people. Eins ist ganz deutlich, das Höllenfeuer ist nicht für Gottes Volk vorbereitet worden. Matthew says that hell was prepared for the devil and his angels. Das Höllenfeuer war gedacht oder ist gedacht eigentlich für Satan und seine Engel, seine gefallenen Engel. But Satan wants to include us in his destruction. Aber Satan möchte uns in seine Zerstörung mit hineinnehmen. By God's grace. Durch Gottes Gnade. We must be determined. Müssen wir entschlossen sein. Not to join the enemy. Nicht dem Feind uns anzuschließen. Not to be in his fire. Nicht in seinem Feuer zu sein, but to be in God's kingdom. Sondern in Gottes Königreich. Can you say amen? Könnt ihr Amen sagen? I want to be in God's kingdom. Ich möchte im Königreich Gottes sein. It does not make sense. Es macht doch gar keinen Sinn, to know this message, diese Botschaft zu kennen, to live this message, diese Botschaft zu leben, to preach this message, und sie zu predigen, and still be lost. Und am Ende doch verloren zu gehen. It doesn't make sense. Das macht doch gar keinen Sinn. To have all the understanding we have as a church. Mit all dem Verständnis, was wir als Gemeinde haben. To know what God has revealed to us. Mit dem, was wir wissen, was Gott uns offenbart. To have the three angels' messages, die dreifache Engelsbotschaft zu haben, and miss the kingdom, und dann das Königreich verpassen, it doesn't make sense. Das macht doch gar keinen Sinn. I'm going through. Ich möchte hindurchgehen. What about you? Wie ist es mit dir? My wife and I have made a pact. We're going to heaven together. Meine Frau und ich haben einen Plan, wir haben einen Pakt gemacht. Wir gehen gemeinsam in den Himmel. Meine Husband, Frau und ich auch. Say to your wife, we're going to the kingdom together. Wer von euch möchte sagen, ich möchte mit meiner Frau zusammen ins Königreich gehen? Amen. Amen. Families, get your children ready for the kingdom. Liebe Familien, bereitet eure Kinder vor für das Königreich. Jesus is coming again. Jesus kommt wieder. Don't forget the promise. I will come again. Vergesst diese Verheißung nicht. Ich werde wiederkommen. You see, calamity and disease are Satan's tools preparing the world for its end. Seht ihr, Unglücke und Krankheiten sind Satans Instrumente, um die Welt auf das Ende vorzubereiten. COVID-19 was just a test of what's coming. COVID-19 war nur ein Test für das, was kommen wird. So many people blame COVID for no longer going to church. Viele Menschen haben jetzt COVID als Ausrede gehabt, um nicht mehr länger zur Gemeinde zu gehen. But I like the way Jeremiah the prophet said it. Aber ich finde es so toll, wie Jeremia das ausgedrückt hat. He said, if you cannot keep up with the footmen, Jeremia hat gesagt, wenn du schon mit den Fußsoldaten nicht Schritt halten kannst, what will you do when the horses come? Was willst du tun, wenn die Reiter kommen? If you cannot keep up with the Jordan when it is low, wenn du nicht durch den Jordan gehen kannst, wenn er wenig Wasser hat, what will you do when the Jordan rises? Was willst du tun, wenn der Jordan überfließt? We must make our minds up in this moment of peace. In diesem Moment des Friedens müssen wir uns entscheiden. What our decisions will be in the moment of test. Was werden unsere Entscheidungen sein, wenn der Test kommt? We must follow Shadrach, Meshach and Abednego's example. Wir müssen dem Beispiel von Shadrach, Meshach und Abednego folgen. And no matter how intense the urging may be, we must continue to stand for what is right. Und egal wie stark der Druck auch sein mag, wir müssen für das Rechte einstehen. Don't blend into society. Und schieb nicht die Schuld auf die Gesellschaft. It may be legal. It may be legal. It may be legal. Es mag legal sein. The world is legalizing homosexuality and lesbianism. Die Welt legalisiert Homosexualität und lesbisches Verhalten. But it's not right in God's sight. Aber es ist in Gottes Augen nicht richtig. Don't let the world carry us down. Lasst uns nicht zu, dass die Welt uns hinunterbringt. We are on our way up. Wir sind auf unserem Weg hinauf. And it's time to live the kingdom life before we get into the kingdom. Und es ist Zeit, dass Königreichsleben hier zu leben, bevor wir ins Königreich kommen. Because there is an irreversible, fearful anxiety hovering over humanity. Denn über der Menschheit hängt so eine unumkehrbare Angst. Fires are breaking out around the world. Feuer brechen überall aus. Throughout the United States. In den USA überall. We've seen mansion after mansion going up in flames. Wir sehen eine Wohnung nach der anderen in Flammen aufgehen. In minutes. In Minuten. The accomplishments of life go up in smoke. Werden all die Errungenschaften eines Lebens im Rauch aufgehen. Also medically, socially, economically and financially. Auch medizinisch, sozial, wirtschaftlich und finanziell. Citizens of the world are in a solemn awe. Sind die Bürger dieser Welt in so einer feierlichen Angst. They are anticipating the future of earth.
und sie ahnen, was die Zukunft für diese Erde bringen wird. And when you look at the media, und wenn wir uns die Medien anschauen, evil is fueled with a demonic intensity. Wird das Böse mit einer dämonischen Intensität gefüttert. That's why you must decide what you watch even on television. Deswegen musst du eine Entscheidung fällen, was du auch im Fernsehen überhaupt dir anschauen möchtest. Don't allow your phones to control you, control your devices. Bitte lasst es nicht zu, dass eure Smartphones euch kontrollieren, sondern kontrolliert ihr eure Geräte. Ellen White says Satan has created every kind of device to keep us from getting ready for the end. Ellen White hat gesagt, dass Satan alle möglichen Mittel sich ausgedacht hat, um uns davon abzuhalten, auf das Ende vorbereitet zu sein. Not only that. Nicht nur das. But evil angels that take the form of men. Aber sogar Dämonen, die sich in menschlicher Gestalt verbergen. Are gathering a coalition against the righteous. Verbinden sich in einer Koalition gegen die Gerechten. In the final contest between light and darkness, good and evil, we must take our stand with Christ. In diesem letzten Konflikt zwischen Licht und Finsternis, zwischen Gut und Böse, müssen wir unseren Stand für Christus there einnehmen. Is no middle road. Es gibt keinen neutralen Grund. Time is short. Die Zeit ist kurz. That's a fact. Das ist eine Tatsache. But what preparation should God's people be making? Welche Vorbereitung sollte Gottes Volk jetzt treffen? How should we respond to the knowledge of end-time events? Wie sollen wir uns auf das Wissen um die Endzeitereignisse jetzt, wie sollen wir darauf reagieren? What difference should there be between us and the world? Welcher ein Unterschied sollte zwischen uns sein und der Welt? The prophet Joel describes the coming calamity. Der Prophet Joel beschreibt die kommenden Schwierigkeiten. But he also instructs the people of God what they should do. Aber er instruiert auch das Volk Gottes, was es tun soll. He says to the evangelists. Er sagt zu den Evangelisten. And to the pastors. Und den Pastoren. Blow the trumpet in Zion. Stoßt in das Schofahorn in Zion. And sound an alarm in my holy mountain. Und blast Lärm auf meinem heiligen Berg. Let all the inhabitants of the land tremble. Dass alle Bewohner des Landes erzittern. For the day of the Lord is coming. Denn der Tag des Herrn kommt. For it is at hand. Ja, er ist nahe. Make no mistake about it. Macht da keinen Fehler, liebe Freunde. The Old Testament prophet said it. Der alttestamentliche Prophet hat es gesagt. The New Testament apostle said it. Die Apostel im Neuen Testament haben es gesagt. Jesus said it. Jesus hat es gesagt. The end is near. Das Ende ist nahe. You see, friends, when we add to this message the three angels' messages, wenn wir dieser Botschaft noch die dreifache Engelsbotschaft hinzufügen, there is an urgent appeal to increase the light. Dann gibt es einen dringenden Aufruf, das Licht zu vermehren. We must not apologize for the message God has given to us. Wir müssen uns nicht entschuldigen für die Botschaft, die Gott uns gegeben we hat. We must not water down this urgent message. Wir müssen diese dringliche Botschaft nicht, wir dürfen sie nicht verwässern. We must preach that we are living in the judgment hour. Wir müssen predigen, dass wir in der Gerichtsstunde leben. We must say, worship him that made heaven and earth, the sea and the springs of water. Wir müssen sagen, betet den an, der gemacht hat Himmel, Erde und Meer und Wasserquellen. We must call the people back to true worship. Wir müssen die Menschen wieder zur wahren Anbetung zurückführen. We must warn of the influences coming into our church. Wir müssen vor den Einflüssen, die in unsere Gemeinde kommen, wir müssen vor ihnen warnen. Babylon is fallen, is fallen. Babylon ist gefallen, gefallen. And Babylon is trying to get into God's church. Babylon versucht in Gottes Gemeinde hineinzudringen. But let me make something clear. Aber ich möchte etwas klar machen. God's church is not Babylon. Gottes Gemeinde ist nicht Babylon. Babylon is trying to get into God's church. Babylon versucht in die Gemeinde hineinzudringen. If anyone says that God's church is Babylon, God has not spoke through them. Wenn irgendjemand sagt, dass Gottes Gemeinde Babylon ist, Gott hat Gott nicht durch diese Person we've got gesprochen. We've got our troubles. Wir haben unsere Schwierigkeiten. But this is still God's church. Aber es ist immer noch Gottes Gemeinde. God will fix his own church. Gott wird seine eigene Gemeinde reparieren. Don't run out of God's church. Lauft nicht weg aus Gottes Gemeinde. We have our own problems. Wir haben unsere eigenen Probleme. We have issues. Wir haben Themen. But God is still at the head of the throne. Aber Gott ist immer noch oben auf dem Thron. Even if things need to be fixed at the general conference, God is in charge. Selbst wenn Dinge bei der Generalkonferenz repariert werden müssen, verbessert werden müssen, Gott hat immer noch die Kontrolle. Don't listen to those on YouTube that are attacking God's church. Hört euch nicht die Leute auf YouTube an, die Gottes Gemeinde attackieren. This is God's bride. Das ist Gottes Braut. Ellen White says. Ellen White sagt. Speaking of the church. Und sie redet hier von der Gemeinde. She said the church is the only thing on earth upon which God bestows his supreme regard. Sie sagt, dass die Gemeinde Gottes das einzige auf der Erde ist, für das Gott seine
oberste Aufmerksamkeit hat. Ja, absolut. She says there is no need to fear that the church will not go through. Es gibt keinen Grund zu fürchten, dass die Gemeinde es am Ende nicht schaffen könnte. In feeble and defective though it may be. Auch wenn sie schwach und noch defektiv, also Probleme hat. It is still the object upon which God bestows his supreme regard. Ist es immer noch genau der Gegenstand, auf den Gott seine oberste Aufmerksamkeit richtet. I mean, ask yourself the question. Und das, ihr könnt euch eine Frage stellen. If you were the devil, wenn du der Teufel wärst, would you leave the Seventh-day Adventist message alone? Würdest du dich nicht um die siebte Tags-Adventistische Botschaft would kümmern? You not try to corrupt God's people with this final message? Würdest nicht auch du als Teufel versuchen, Gottes Volk mit dieser Endzeitbotschaft irgendwie zu verderben, irgendwie zu manipulieren? I mean, think about what he did in the Bible. Denk darüber, was der Teufel in der Bibel gemacht hat. Israel had the message for almost 2000 years. Israel hatte für fast 2000 Jahre die Botschaft. And the devil succeeded in getting them to turn away from Jesus. Und der Satan hat es geschafft, dass sie sich von Jesus abgewandt haben. You think his plans are anything less for us? Glaubt ihr, seine Pläne sind irgendwie geringer heute? He wants us to deny the light that has led us thus far. Er möchte, dass wir das Licht, das uns bis hierhin gebracht hat, jetzt verleugnen. He wants us to say we no longer believe the end time message. Er möchte, dass wir sagen, dass wir die Endzeitbotschaft nicht länger mehr glauben. You see them on Facebook. Ihr seht sie auf Facebook. People claiming that they have liberty. Menschen, die jetzt behaupten, wir haben eine große Freiheit. They're boasting that they are no longer Seventh-day Adventists, and they smile when they say that. Und sie rühmen sich nicht mehr länger Siebenten-Tags-Adventisten zu sein und lachen vielleicht noch dabei. But as I said to someone years ago, ich habe vor jemandem ein paar Jahre gesagt, as someone was complaining to me about all the things they found in Ellen White's writings, als jemand sich beschwert hat über all die Dinge, die er bei Ellen White gelesen hat, they were trying to shake my faith. Die Person hat versucht, mich im Glauben zu erschüttern. And I said to them, und ich habe ihnen gesagt, no matter what you show me in Ellen White's writings, was immer du mir in Ellen White's Schriften zeigst, I believe that God spoke through that instrument. Ich glaube, dass Gott durch dieses Instrument gesprochen hat. But I made it very clear. Ich habe es sehr deutlich gemacht. I didn't join the church for Ellen White. Aber ich bin der Gemeinde nicht wegen Ellen White beigetreten. I joined the church to follow Jesus. Ich bin der Gemeinde beigetreten, weil ich Jesus Can folge. You say amen? Könnt ihr Amen sagen? So don't allow anyone to shake your faith. Erlaubt es also niemandem, euren Glauben zu erschüttern. You see, if you're looking for faults, the devil will make sure you find them. Wenn du nach Fehlern und Dingen suchst, dann wird der Satan sicherstellen, dass du auch Fehler findest. And when you're looking for truth, God will make sure you find it. Wenn du nach Wahrheit suchst, wird Gott sicherstellen, dass du Wahrheit findest. That's why the Bible says in Isaiah 4 verse 22. Deswegen sagt die Bibel in Jesaja 4. Look to me and be saved. Er sagte, schaut zu mir und ihr werdet gerettet. For I am God and there is no other. Und ich bin Gott und es gibt keinen anderen. This is the hour to look unto Jesus, the author and finisher of our faith. Jetzt ist die Stunde gekommen, auf Jesus, den Anfänger und Vollender unseres Glaubens zu schauen. Look to leaders as they follow God alone. Schaut nur so lange auf Leiter, solange sie Gott folgen. And no matter how famous they may be. Und egal wie berühmt sie auch sein mögen. If they decide to walk away from the truth, do not follow them. Wenn sie sich entscheiden, von der Wahrheit wegzugehen, folgt ihnen nicht. Because we are told many bright lights will go out. Denn uns ist gesagt worden, viele helle Lichter werden ausgehen. And as I get older, ich werde älter. I am shocked to see how many walk away from this message. Ich bin schockiert, wie viele sich von dieser Botschaft wieder distanzieren. I've seen former pastors on YouTube talking about walking away from the Adventist message. Ich habe ehemalige Pastoren gesehen, die auf YouTube erzählen, wie sie sich von der Adventbotschaft distanziert haben. I'm sad, but I'm not shocked. Ich bin traurig, aber nicht mehr schockiert. Because the Bible says. Denn die Bibel sagt. That day shall not come. Der Tag wird kommen. Unless there comes a falling away first. Der Tag der Wiederkunft wird nicht kommen, bevor es nicht vorher einen Abfall geben wird. So the falling away has started. Der Abfall hat begonnen. Scripture tells us. Die Bibel sagt uns. Whatever can be shaken. Was immer erschüttert werden kann. Shall be shaken. Wird erschüttert werden. Brethren, when the shaking comes. Liebe Geschwister, wenn die Sichtung kommt. And when it ends. Und wenn es endet. I want to make sure that I'm still in God's remnant church. Dann möchte ich sicherstellen, dass ich immer noch in Gottes Gemeinde der Übrigen bin. What about you? Wie ist es mit dir? Can you say amen? Könnt ihr Amen sagen? Do not walk away. The hour is too late. Lauf jetzt nicht weg. Es ist schon zu spät. So what must we do? In dieser Weltgeschichte. Was müssen wir tun? We are told in Zechariah 10 verse 1, this is what we must do. In Zechariah 10 Vers 1 wird uns gesagt, was wir tun sollen. Ask the Lord for rain in the time of the latter rain. Er bittet vom Herrn Regen zur Zeit des Spätregens. We're living in the time of the latter rain. Wir leben in der Zeit des Spätregens. And what's the promise? Was ist die Verheißung? The Lord will make flashing clouds. Der Herr macht Blitze.
and he will give them showers of rain. Und wird euch Regengüsse geben. Grass in the field for everyone. Jedem das Gewächs auf dem Feld. What does that mean? Was bedeutet das? When you pray for the Spirit of God to be poured into your life. Wenn du darum betest, dass der Heilige Geist auf dein Leben ausgegossen wird. The dried fields will turn green for you. Dann werden in deinem Leben die trockenen Felder wieder grün werden. And God will provide everything you need to sustain you in the end time. Und Gott wird all das geben, was du brauchst, um in der Endzeit bestehen zu können. You see, the latter rain will supercharge the preaching of the final message. Der Spätregen wird die Predigt der finalen Botschaft besonders aufladen. We are not powered by instruments of education. Wir sind nicht abhängig von Instrumenten, die eine gute Ausbildung bekommen haben. We are not powered by self viability. Und wir sind nicht auf unsere eigenen Fähigkeiten befähigt. The power that the church needs in these closing hours. Die Kraft, die Gemeinde Gottes in diesen letzten Stunden benötigt, is the same power they needed in the days of old. Ist dieselbe Kraft, die auch damals in den alten Zeiten benötigt wurde. We must not forget these words. Wir dürfen diese Worte nicht vergessen. Zechariah 4, verse 6. In Zechariah 4, Vers 6. This is the word of the Lord to Zerubbabel. Das ist das Wort des Herrn an Zerubbabel. And notice how the work is going to end. Schaut euch an, wie das Werk enden wird. Not by might. Nicht durch Macht. Nor by power. Nicht durch Kraft. But by my spirit. Sondern durch meinen Geist. Says the Lord. Spricht der Herr. Can you say amen? Könnt ihr Amen sagen? God wants to change our lives. Gott möchte unser Leben verändern. He wants to bring us, even though we may be in a dead condition, he can bring us back to life. Auch wenn wir in einem geistlich toten Zustand sind, kann er uns wieder zum Leben erwecken. You see, the good news is, no matter how your Christianity may be challenged, Jesus can revive it. Die gute Nachricht ist, egal wie sehr dein Christsein herausgefordert ist, Jesus kann dich wieder zum Leben zurückbringen. Ezekiel, the prophet, gives us his assurance. In Hesekiel 37 haben wir diese Zusicherung. Through inspiration, he says this. Durch die Inspiration sagt er Folgendes. Ezekiel 37, verses 5 and 6. In Kapitel 37, Vers 5 und 6. He says, "Thus says the Lord God to these bones." Er sagt hier: So spricht Gott der Herr zu diesen Gebeinen. You may feel like bones this morning. Vielleicht fühlst du dich wie Knochengebeine. You may feel that there's no vitality in your walk with God. Vielleicht fühlst du heute Morgen, dass es keine Lebendigkeit in deinem Leben mit Gott gibt. You may feel that your faith is being challenged. Vielleicht hast du den Eindruck, dass dein Glaube herausgefordert ist. You may be losing hope in what you see in the world. Vielleicht verlierst du die Hoffnung wegen dem, was in der Welt geschieht. You may be challenged by what you hear in the church. Durch das, was du in der Gemeinde hörst, fühlst du dich vielleicht herausgefordert. But I want to tell you today, aber heute möchte ich dir sagen, God's got a plan to bring you back to life. Gott hat einen Plan, dich wieder zum Leben hervorzubringen. He says, surely. Er sagt, seht. What is that word? Also sicher. Surely. Sicher, sagt es in Englisch. I will cause breath to enter into you. Ich will Odem in euch kommen lassen. And you shall live. Dass ihr lebendig werdet. See, brethren, today, liebe Freunde, heute, we need the breath of God's Holy Spirit in our lives. Brauchen wir den Atem des Geistes Gottes in unserem Leben. And not only will he give us the Holy Spirit. Er wird uns nicht nur den Heiligen Geist geben. But he'll add substance to our Christian walk with him. Sondern er wird auch wirklich Substanz unserem Christsein geben. I will put sinew on you. Ich will euch Sehnen geben and bring flesh upon you. Und Fleisch über euch wachsen lassen. What does that mean? Was bedeutet das? The faith that you are losing. Das bedeutet, dass der Glaube, den du gerade verlierst, will be revived again. Der wird wieder zum Leben erweckt. The hope that you are losing. Die Hoffnung, die du verlierst, will be ignited again. Die wird neu entfacht. The doubts that you had. Die Zweifel, die du hast, will be replaced by faith in God's word. Die werden durch Glauben an Gottes Wort ersetzt werden. He'll give you back what the enemy is trying to take from you. Er wird dir zurückgeben, was der Feind dir wegnehmen möchte. And then he says these. Und dann sagt er diese Worte. I'll cover you with skin and put breath in you. Und ich werde euch mit Haut überziehen und Odem in euch geben. And what will happen, my brother? Und was wird dann passieren, lieber Bruder? You shall live. Ihr werdet lebendig sein. Then you shall know that I am the Lord. Und dann werdet ihr erkennen, dass ich der Herr bin. Amen. Amen. See, God is in charge. Gott hat alles unter Kontrolle. Stay on the boat. Bleibt im Boot stehen. When Paul the apostle was on his way to Rome. Als Paulus auf seinem Weg nach Rom war. They tried to get off the boat. Haben sie versucht, vom Boot hinunterzugehen. And Paul cut off the ropes. Und Paulus hat dafür gesorgt, dass die Seile abgeschnitten wurden. Every one of us is needed in the closing work. Jeder einzelne von uns wird im abschließenden Werk gebraucht. Evangelists and pastors. Pastoren und Evangelisten. Elders and deacons and deaconesses. Diakone und Diakoninnen und Gemeindeälteste. Our president, administration, we're all needed. Administratoren, Präsidenten, alle werden gebraucht. But we no longer need just leadership. Wir brauchen aber nicht nur Leiter.
We need members that want to be a part of the discipleship. Wir brauchen Gemeindeglieder, die Jünger sein wollen. God has a work for every one of us. Gott hat ein Werk für jeden von uns. He wants your life to glow for his glory. Er möchte, dass dein Leben zu seiner Herrlichkeit glüht. That's why when you hear about this glow initiative. Wenn ihr also von dieser Glow Initiative hört, take those glow tracks. Nehmt diese Glow Tracks and go and glow wherever you go. Und glowt, wo immer ihr hingeht. Amen. Amen. Let your light so shine. Lasst euer Licht leuchten. Or shall I say it another way? Ich möchte es auf eine andere Weise sagen. Glow for the glory of Jesus. Glüht für die Herrlichkeit Jesu. Because it's a promise. Denn es ist eine Verheißung. Here are the words. Hier sind die Worte. Encouraging words. Ermutigende Worte. Evangelism P 699. Auf Seite 699 im Buch Evangelisation. Here it is. As the time comes for it. Hier ist es, wenn die Zeit gekommen ist, dass sie, the message of the third angel, das meint die Botschaft des dritten Engels, to be given with greatest power, mit der größten Kraft gegeben wird. Watch this. Jetzt passt auf. The Lord will work through humble instruments. Wird der Herr durch demütige Instrumente wirken. You don't need to have a grand degree for God to work through you. Ihr braucht keinen großen Abschluss, damit Gott durch euch wirken kann. It's a blessing to have that degree. Das ist ein Segen, wenn man ihn hat. But notice what God is going to do. Aber schaut, was Gott tun wird. Leading the minds of those who consecrate themselves to his service. Indem er das Denken derer, die sich seinem Dienst weihen, leiten wird. The laborers will be qualified rather by the, die Arbeiter werden eher, unction of his spirit, durch die Salbung mit seinem Geist, than by the training of literary institutions, als durch die Ausbildung in wissenschaftlichen Institutionen ausgebildet sein. Men of faith and prayer will be constrained to go forth. Männer des Glaubens und Gebets werden gedrungen sein, with holy zeal, mit heiligem Eifer hinauszugehen, declaring the words which God gives them, und die Worte, die Gott ihnen gibt, zu verkündigen. Amen. Amen. You see, something the devil still remembers. Etwas, an etwas erinnert sich der Teufel immer noch. He remembers the day of Pentecost. Er erinnert sich immer noch an den Tag von Pfingsten. That was the early rain. Das war der Frühregen. He's concerned about the latter rain. Und ihm macht der Spätregen Sorgen. You see, the early rain happened in Jerusalem. Der Frühregen, der ist in Jerusalem passiert. But the latter rain is going to happen all over the world. Aber der Spätregen wird auf der ganzen Welt passieren. In America. In Amerika. In Germany. In Deutschland. In the Philippines. Auf den Philippinen. In the Caribbean. In der Karibik. In Australia. In Australien. All over the world. Auf der ganzen Welt. And the devil is saying, "What shall we do?" Und der Satan sagt, was sollen wir tun? There's a promise from the day of Pentecost that still lives for us today. Es gibt eine Verheißung von Pfingsten, die noch heute für uns lebt. This is what the Lord wants to do in our lives. Das ist, was der Herr in unserem Leben tun möchte. Acts 1 verse 8. In Apostelgeschichte 1 Vers 8. But you shall receive power. Sondern ihr werdet Kraft empfangen. When the Holy Spirit has come upon you. Wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist. And what's going to happen? Was passiert dann? You won't need to be trained. Dann musst du nicht ausgebildet because werden. When the Spirit of God is active in your life, denn wenn der Geist Gottes aktiv ist in deinem Leben, you don't need 15 classes to witness, brauchst du keine 15 Seminare oder Klassen, um erstmal Zeugnis geben zu können. You'll be so fired up that nobody could miss it. Du wirst so Feuer und Flamme sein, dass niemand das verpassen kann. When the Spirit of God is in your life, wenn der Geist Gottes in deinem Leben ist, you shall be witnesses to me, sagt er, ihr werdet meine Zeugen in Jerusalem, sein. In Jerusalem. And in Germany. Und Deutschland. And Judea. Und Judäa. Samaria. Und Samaria. And to the ends of the earth. Und bis an das Ende der Welt. He will send you wherever the Spirit of God leads you. Er wird dich dorthin senden, wo immer der Heilige Geist dich hinleitet. And I love this quotation. Und ich liebe dieses Zitat. Signs of the times. Das Zeichen der Zeit. February 17, 1914. 1914, 17. Februar. Listen to this. Hört euch das an. The outpouring of the Spirit in the days of the apostles was the former rain. Das Ausgießen des Geistes in den Tagen der Apostel war der Frühling. And glorious was the result. Und herrlich war das Resultat. But aber the latter rain will be more abundant. Aber der Spätregen wird reichlicher, überfließender sein. Can you say hallelujah in German? Könnt ihr Halleluja auf Deutsch sagen? Amen. Will be more abundant. Er wird überfließender sein. Jerusalem was ignited. Jerusalem war ja entflammt. Can you imagine a worldwide Jerusalem? Könnt ihr euch ein weltweites Jerusalem vorstellen? Can you imagine a worldwide outpouring of the Spirit of God? Könnt ihr euch eine weltweite Ausgießung des Heiligen Geistes vorstellen? Revelation says the earth will be lightened with the glory of God. Die Offenbarung sagt, dass die Erde erleuchtet wird mit der Herrlichkeit Gottes. And nothing brings Satan greater fear. Und nichts bringt dem Satan größere Furcht ein. Than a life ignited by the glory of God. Als ein Leben, das von der Herrlichkeit Gottes erleuchtet ist. In the short time he has. In der
kurzen Zeit er hat, he is determined to divide the church. Ist er entschlossen, die Gemeinde zu spalten. And don't miss this. Und jetzt passt darauf this auf. This is not just a closing comment. Das ist nicht nur ein Schlussbemerkung. Satan remembers what happened on the day of Pentecost. Der Satan erinnert sich, was zu Pfingsten passiert ist. And he remembered the reason why God poured out His Spirit. Und Satan erinnert sich an den Grund, warum Gott seinen Heiligen Geist ausgießen konnte zu Pfingsten. This is why he's working so hard to divide us. Deswegen arbeitet Satan so hart daran, uns zu trennen und zu zerteilen. Look at the secret. Schaut euch das Geheimnis an. Look at the secret. Das Geheimnis. This is why he's leading us to question the Spirit of God. Deswegen führt der Satan uns dahin, den Geist Gottes in Frage zu stellen. He wants to minimize the work of the Holy Spirit because he remembers. Er möchte das Werk des Heiligen Geistes minimieren, weil er sich daran erinnert, was damals passiert ist. When the Spirit of God was poured out, what happened? Als der Geist Gottes ausgegossen ist, was ist passiert? Here it is. Hier steht es. Acts 2 verse 1. Apostelgeschichte 2 Vers 1. When the day of Pentecost had fully come. Und als der Tag der Pfingsten sich erfüllte. They were all with one accord. Waren sie alle einmütig beisammen. In one place. Zusammen. Why would the devil want us to not be divided? To be divided. Why does he want to divide us? Warum möchte der Satan uns trennen, teilen? It is evident why he wants to divide us. Es ist ganz offensichtlich, warum er uns spalten will. Because unity brings power. Denn Einheit bringt Kraft. When the Spirit of God is poured out, wenn der Heilige Geist ausgegossen wird, there is unity. Dann ist Einheit. Brethren, pray today for personal infilling of God's Spirit. Liebe Geschwister, betet heute für eine persönliche Erfüllung mit dem Heiligen Geist. And as I close, here's why. Und ich möchte schließend hier sagen, warum. Look at Testimonies, Volume 7, page 236. Im siebten Band der Zeugnisse, Seite 236. Beautiful quotation. Wunderschönes Zitat. It is God's purpose. Es ist Gottes Absicht. That men entrusted with responsibility. Dass Männer, die mit Verantwortung betraut sind. Should counsel and pray together in Christian unity. Gemeinsam in christlicher Einheit beraten und beten sollen. Look at this. Schaut euch das an. In unity there is life. In Einheit ist Leben. A power that can be obtained in no other way. Eine Kraft, die auf keine andere Weise erreicht werden kann. There will be a vast power in the church when the energies of the members. Es wird eine enorme Kraft in der Gemeinde geben, wenn die Energien der Geschwister are united under the control of the Spirit. Unter der Kontrolle des Geistes vereint sind. Then will God be able to work mightily through His people. Dann wird Gott in der Lage sein, mächtig durch sein For Volk the conversion of sinners. Für die Bekehrung von Sündern zu wirken. Why would the devil want to leave us alone? Warum wird der Satan uns nicht einfach alleine lassen? Why would he want to give Pastor Kemp freedom to preach the way he does? Warum wird er uns nicht einfach Freiheit geben, zu predigen, wie wir möchten? Pray for our evangelists. Betet für uns Evangelisten. Pray for our pastors. Betet für uns Pastoren. The devil wants to strike the shepherd. Er möchte, der Satan möchte die Hirten schlagen. So that the sheep will stray. Damit die Schafe sich zerstreuen. And I bring you my last text. Und hier ist mein letzter Text. In a world where the world is falling apart. In einer Welt, wo die Welt auseinanderfällt. In an hour where people are losing hope. In einer Stunde, wo die Menschen die Hoffnung verlieren. And the devil knows he has a short time. Und der Satan weiß, er hat nur eine kurze Zeit. What must we do? Was müssen wir tun? Paul the apostle. Paulus sagt uns. In Romans chapter 13 verse 11 and 12. Der Apostel in Römer 13, 11 und 12. He says, er sagt, and do this. Und dieses sollen wir tun. Let's say this again. And do this. Und dieses sollen wir tun. Knowing the time. Als solche, die die Zeit verstehen. Now don't miss that. Verpasst das nicht. See, the devil knows the time. Der Satan kennt die Zeit. And those in harmony with Jesus knows the time. Und diejenigen, die in Harmonie mit Jesus sind, kennen die Zeit auch. He says, since you know the time. Er sagt, weil ihr die Zeit kennt. That now it is high time to awake out of sleep. Dass nämlich die Stunde schon da ist, dass wir vom Schlaf aufwachen sollten. Don't sleep in church. Schlaft nicht in der Gemeinde. Don't sleep as you serve God. Schlaft nicht, wenn ihr Gott dient. Don't sleep in your devotional life. Schlaft nicht in eurem Andachtsleben. Don't sleep in your prayer life. Schlaft nicht in eurem Gebetsleben. Don't sleep in your witnessing life. Schlaft nicht in eurem Zeugnisgeben. Don't sleep in your responsibility to be an honest steward of God's work. Schlaft nicht in eurer Verantwortung, ein echter Haushalter Gottes zu sein. And here's the reason why. Und hier ist der Grund. For now our salvation is nearer than when we first believed. Denn jetzt ist unsere Errettung näher, als da wir gläubig wurden. Halleluja. Halleluja. Jesus is coming again. Jesus kommt wieder. Here's my closing words. Hier ist meine Schlussbemerkung. Pay attention to the signs.
Achtet auf die Zeichen. Open your eyes to the scriptural reality of the prophecies. Öffnet eure Augen für die biblische Realität der Prophezeiungen. Embrace the promises of Jesus. Und empfangt und umarmt die Verheißungen Jesu. And the reason is, der Grund, Jesus has not forgotten us. Jesus hat uns nicht vergessen. The devil has a short time. Der Satan hat eine kurze Zeit. His time is ending. Seine Zeit endet. And our time is about to begin. Und unsere Zeit fängt gerade erst an. Satan will be checking out. Satan wird ausgecheckt. And we will be checking in. Und wir checken ein. Amen, somebody. Amen. He's on his way out. Er ist auf seinem Weg hinaus. We're on our way in. Wir sind auf unserem Weg hinein. We will one day enter our home. Wir werden eines Tages unsere Heimat betreten. Where sin will never more roam. Wo die Sünde nie wieder sich verbreiten wird. Jesus is coming again. Jesus kommt wieder. Time is short. Die Zeit ist kurz. Do you want to be ready? Möchtest du bereit sein? Stand with me. Steht mit mir. Our heavenly Father. Lieber Vater. The time is urgent. Die Zeit drängt. The hour is short. Die Zeit ist kurz. The challenges are great. Die Herausforderungen sind gewaltig. The stakes are eternal. Und die Dinge, um die es geht, sind von ewigem Wert. Father, may we turn our eyes towards you in this dark world. Lieber Vater, mögen wir unsere Augen in dieser dunklen Welt auf dich richten. May we find hope at the feet of Jesus. Mögen wir Hoffnung zu den Füßen Jesu finden. May we embrace the cross where you paid for our salvation. Mögen wir uns an das Kreuz klammern, wo du für unsere Erlösung den Preis bezahlt hast. May we embrace the power to live a sanctified life. Mögen wir die Kraft in Anspruch nehmen, um ein geheiligtes Leben zu leben. May we go forth without shame, proclaiming the three angels' messages. Mögen wir hinausgehen und ohne Scham die dreifache Engelsbotschaft verkündigen. And may through life and testimony we say to the world, Jesus is coming again. Und mögen wir durch unser Leben und durch unser Zeugnis vor der Welt bekennen, Jesus kommt bald. Father, strengthen the marriages that are represented here. Vater, stärke die Ehen, die hier repräsentiert sind. Strengthen the homes that are represented here. Stärke die Heime, die hier repräsentiert sind. Sanctify the young people. Heilige die jungen Menschen. May they find hope in your word. Mögen sie Hoffnung in deinem Wort finden. In the living word of God. In dem lebendigen Wort Gottes. May God's word have the final say. Möge Gottes Wort das letzte Wort sein. Not the media platforms. Nicht die Medienplattformen. And we pray for our conference leadership. Wir beten für diejenigen, die die Vereinigung leiten. For the leaders in Germany. Für die Leiter in Deutschland. Give them dedication. Gib ihnen Hingabe. Give them wisdom. Gib ihnen Weisheit. May they encourage their people. Mögen sie ihr das Volk ermutigen. May the people have a mind to work. Möge das Volk Gottes sich darauf einstellen, eine Einstellung haben zu arbeiten. So that when the work is done. So dass wenn die Arbeit getan ist. We can hear this declaration. Dass wir diese Erklärung hören können. Well done, thou good and faithful servant. Gut gemacht, du treuer Knecht. And so, Lord. So, Herr. If we don't meet again. Wenn wir uns nicht wieder treffen. May we all stand together on that sea of victorious glass. Mögen wir alle dort siegreich auf am gläsernen Meer stehen. In the presence of our Savior. In der Gegenwart unseres Erlösers. Time is short. Die Zeit ist kurz. May we dedicate our lives to you without reservation. Mögen wir unser Leben ohne etwas zurückzuhalten dir weihen. And finally may we seal our commitment. Und mögen wir unsere Hingabe, unsere Entscheidung versiegeln. To stay in your church. In deiner Gemeinde zu bleiben. To get involved in your work. In dein Werk uns zu involvieren. So that when Jesus comes. So dass wenn Jesus kommt. Our hope will be fulfilled. Unsere Hoffnung erfüllt werden wird. In Jesus name we pray. Das beten wir im Namen Jesu. And all of God's people said. Möge das ganze Volk Gottes sagen. Amen. 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 Amen.